Ja, Leute, servus erstmal. Ich habe jetzt das kleine Problem an meinem Fahrzeug. Geht seit 3 Tagen. Die ZV bzw. der Stellmotor von der Fahrertür nur, wenn er lustig ist. Also, er geht mal zu, einmal auf, wie er will. Ich muss jetzt aufpassen, wenn ich das Fahrzeug absperre, dass es zu ist. Von der Fahrerseite her gestern ging es nicht zu, da habe ich die Tür aufgemacht. Alle Türen waren zu und dann ging die Alarmanlage an. Ich habe jetzt das Problem, wahrscheinlich Stellmotor kaputt. Und wie man da rankommt, habe ich mir gedacht, mache ich ein Video dazu, weil mich haben jetzt auch schon mehrere Abonnenten danach gefragt, wie man denn die Stellmotoren ausbaut von den Türen. Ist eine Fummelarbeit, kann ich gleich euch vorab sagen. Ihr müsst die Türpappe erstmal runternehmen und dahinter dann dieses komische... ich weiß nicht, wie es heißt, aber diese Dämmmatte müsst ihr dann noch entnehmen und dann müsst ihr auf die Tür, dann müsst ihr hier hin, wo das Schloss ist. Das sitzt hier irgendwo hier in der Nähe der Stellmotor. Ich sperre jetzt mal auf, mal gucken, ob es zugesperrt bleibt. Falscher Knopf. Er geht ganz schwer hoch. Die Tür geht zwar auf, kann ich hier bewegen. Jetzt, wenn ich zusperre, wird es wahrscheinlich auch offen bleiben. Schau, er ist offen geblieben. Jetzt, wenn ich natürlich die Tür aufreiße, passiert gleich das hier. Ich sehe hier, der Stellmotor bewegt sich kein Millimeter mehr. Drüben ist jetzt zwar aufgesperrt, jetzt kann ich mal wieder zusperren. Jetzt sperrt er wieder mit. Komischerweise, ich denke mal, das liegt am Stellmotor. Es kann auch am Schloss selber liegen, aber das werde ich jetzt sehen, wenn ich das ausgebaut habe. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie es sich verhält, die ganze Scheiße. Ich mache jetzt erstmal die Türpappe runter. Soll ich es jetzt nicht mit aufnehmen, dann verlinke ich in der Infobox hier oben mal das Video vom Fensterheber Reparatur. Da habe ich die Türpappe auch schon mal runter gemacht. Und ja, viel Spaß dabei. Schauen wir mal, was es ist. So, ich bin jetzt gerade dabei, den Stellmotor rauszuholen. Ist eine Fummelarbeit. Also Türverkleidung habe ich runter gemacht. Sind 3 Torx-Schrauben. Und dann ja, geht das Ganze runter. Wie gesagt, Video dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung oder oben in der Infokarte. Den Stellmotor an sich jetzt rauskriegen. Also jetzt kriegt ihr mal bitte keine Krise. Das hier hat der Vorbesitzer schon mal zerfriemelt, weil bei dem auch das Fensterhebergestänge runtergeflogen war. Wenn ihr das hier löst an der Seite hier, dann kommt ihr hier schön rein zum Stellmotor. Ich habe ihn jetzt lose bekommen. Das ist echt eine Fummelarbeit, den da rauszuholen. Wenn ihr da nicht mit der Hand reinkommt, dann macht die komplette Verkleidung weg und geht von hier unten nach oben rein. Also das heißt von hier unten nach oben. Und der Stellmotor sieht jetzt so aus. Ich lasse das jetzt am Stecker dran, dass ich jetzt auch weiß, wie ich den wieder einhängen kann. Ich habe noch ein ausgebautes Schloss da. Ich zeige euch dann später, wie man den aushängt. Solltet ihr überhaupt so nicht reinkommen, das Ganze auszubauen, könnt ihr hier die Torx öffnen, das sind 30er Torx hier und hier an der Seite die 2 Stück. Dann könnt ihr das Schloss, wenn ihr dann dieses Gestänge hier oben noch wegmacht, den äußeren Griff noch wegmacht, könnt ihr das Ganze nach vorne ziehen. Das ist aber eine richtige Fummelarbeit, deswegen so geht's auch. Ich zeige euch dann, wie gesagt, später an einem ausgebauten Schloss noch, wie man den aushängt. Der ist eigentlich ganz simpel nur eingehängt und jetzt müssen wir den halt hier vorholen. Das ist jetzt halt am Kabel noch dran von der ZV-Steuerung. Dann kann man den hier über das Gestänge rausholen. Man sollte das vielleicht auch vorher ein bisschen wegbauen, habe ich jetzt nicht getan. Aber man kriegt den hier so raus. So, jetzt haben wir den Hausen. Sieht genauso aus wie dieser hier. Und jetzt werde ich diesen hier ersetzen gegen den hier. Und dann gucken wir mal, ob das wieder funktioniert. So, dass ihr den Stellmotor auch nicht kaputt macht, wenn ihr den abmacht vom Kabel. Ihr seht hier so geschwungene
Einkerbungen. Da drückt ihr diesen Stecker nach unten und den zieht es dann eigentlich schon von selber raus. Jetzt geht es ein bisschen schwergängiger, weil ist ja mal wieder ein Vorführeffekt. Nee, weil hier eine Dichtung drin sitzt, dass er halt dicht ist. Und dann ist man halt ein bisschen Kraft anwenden und dann zieht es den hier über die Nasen raus und einbauen. Ich habe das jetzt halt mal kurz mit dem neuen gezeigt. Den neuen wieder rein und verriegelt das so und dann zieht er sich schon automatisch ran. So, jetzt baue ich den wieder zurück. Ja. So, ich bin jetzt fertig mit meinen Nerven und mit dem Wechsel des Stellmotors. Im eingebauten Zustand konnte ich jetzt die Kamera da nicht reinhalten. Ich habe mein Handy als Leuchtfunktion genutzt, dass ich das sehe, wie ich den ausbaue. Musste dazu auf den Kameramodus schalten und wenn das Video auf der Kamera oder auf dem Handy was geworden ist, packe ich es mal mit in den Videoschnipsel rein. Wenn es natürlich jetzt drin ist, habt ihr es ja gesehen. Und ja, wie man den jetzt abbekommt, kann ich euch nochmal im ausgebauten Zustand zeigen, weil ich habe noch so ein Schloss vom Schlachter da. Es ist eigentlich nur eine Verriegelung hier, also hier, die klipst man einfach nur zur Seite und dann kann man den nach oben wegziehen. Der wird hier vorne in dieser Halterung wird er gesichert und in dieser hinteren und die beiden sind einfach nur die Auf- und Zusperrsignale. Und dann wird er auch wieder so wie ausgebaut, wieder zusammengesteckt. Und dann ist er schon fest. Es ist, sieht einfach aus im ausgebauten Zustand. Wenn man es natürlich im eingebauten Zustand hat und man nicht weiß, wo man hinlangen muss, wird es schwierig. Ich habe jetzt 10 Minuten dafür gebraucht, bis ich den Hausen hatte. Kompletter Aufwand. Viertelstunde, 20 Minuten, kommt drauf an. Wenn ihr natürlich das komplette Schloss ausbauen wollt, was ich euch jetzt eigentlich nicht so empfehlen würde, falls es nicht kaputt ist, das Schloss, würde ich es lassen. Einzige Möglichkeit ist, an so einen Stellmotor noch schneller ranzukommen und effektiver, einfacher ist, ihr nehmt die Türverkleidung natürlich ab, das müsst ihr machen, weil ihr müsst ja auch von innen ran. Dann macht ihr den äußeren Türgriff noch ab. Das zeige ich euch jetzt mal, wie man den entriegelt. Ich zeige euch jetzt erstmal schnell an der Tür das. Und dann gehe ich rein und zeige euch das an dem Türgriff, wie der sich entriegeln lässt. Aber zur Verriegelung müsst ihr ja irgendwo reinkommen und das zeige ich euch, wo man da reinkommt. Ihr seht ja hier diese kleine Kappe, diese hier. Wenn ihr diese aufmacht, könnt ihr das Schloss entriegeln. In dem Sinn, da ist so eine Metallplatte drin. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie nach innen schieben muss oder nach außen schieben muss. Dann kann man nämlich den äußeren Rand hier, also dieses Teil hier, kann man dann entnehmen. Darunter sitzt dann erstens die Dichtung, die wo bei mir sehr porös ist, die könnte ich auch mal tauschen. Dann hier ein, ja ich sag mal, Stift, so eine Verriegelungsklammer oder sowas. Die müsst ihr am Schloss abschrauben oder abklipsen, ich weiß jetzt nicht auswendig mehr. Es ist schon länger her, wo ich das vom Schlachter ausgebaut habe. Und da drunter sitzt auch noch ein Bolzen mit einer Verriegelungsklammer. Die Klammer müsst ihr aber von innen entfernen. Und dann geht die äußere Kappe ab. Und dann könnt ihr das Schloss nach innen rausholen. Vorher natürlich eure Kabel abstecken, was noch dran sind. Und dann durch diese Öffnung vom Schloss oder vom Türgriff kommt ihr auch an den Stellmotor ran. Also braucht ihr das komplette Schloss gar nicht ausbauen. So, ich bin jetzt mal kurz rein und habe euch jetzt versprochen, dass ich euch zeige, wie das Schloss ausgebaut wird. Ich habe es euch jetzt am Fahrzeug gezeigt. Dieses hier ist das Fahrerschloss, auch identisch, dass ich es euch am Fahrzeug gezeigt habe. Hier dieses Kabel müsst ihr abstecken. Wenn ihr noch mehr Kabel dran habt für Beheizung und sowas, müsst ihr noch mehr abstecken. Hier an der Seite, hier steht auch LK. Warum LK, verstehe ich auch nicht. Hat mein Kumpel drauf geschrieben, LK. Links wahrscheinlich, meint er damit. Ja, wir haben hier, ihr seht, so eine Verriegelung, die ist zwar jetzt offen. Wenn ich die jetzt aber, ich mache die mal zu, die wäre jetzt so zu. Wenn ihr natürlich den Stopfen hinten an der Tür auf habt, könnt ihr das mit dem Schraubenzieher reindrücken. So verriegelt und entriegelt. Hier seht ihr das, ist entriegelt. Und jetzt können wir auf dieser Seite diese äußere Blende
abnehmen. Nach unten wegklappen, weil die ist hier, hat hier so Nasen. So, dann ist dieses Teil hier am Schloss dran. Es kann fest gegammelt sein oder auch nicht. Wenn wir hier vielleicht mit der Zange ran und versuchen zu drehen und dann abdrehen, weil das ist nämlich dann noch außen am, an der Tür mit dran, so kriegt ihr das Schloss nämlich nicht runter. Das wegmachen, da müsste auch noch eine Dichtung drunter sein, die wahrscheinlich hier jetzt nicht mehr vorhanden ist. Wenn ihr das dann lose habt, dann habt ihr hier auf dieser Seite noch einen Stift mit einer Klammer auf der anderen Seite. Den Stift habe ich jetzt aber nicht mehr. Ich finde ihn jetzt gerade nicht in dem Sauhaufen, was ich hier habe. Das ist so eine ganz normale Klammer, die man einfach nur von so einem Bolzen abzieht mit der Zange. Und wenn das Hausen ist, dann könnt ihr das Schloss nach innen so wegklappen. Aber dann müsst ihr vorher noch die... Also das hier ist zum Beispiel hier drin. Und das müsst ihr dann eventuell noch aushängen. Das geht auch, wenn ihr das so runterzieht, automatisch mit raus. Wenn das Schloss Hausen ist und der Stellmotor so drin sitzt, dann kommt ihr so rein, könnt es vielleicht mit der Hand so wegdrücken und mit der anderen Hand nach oben wegholen. So in der Art. So, jetzt machen wir das mal wieder drauf schnell. Und somit war das die kurze Erklärung, wie das Türschloss rausgeht. Das war's jetzt erstmal mit der kompletten Erklärung für Stellmotor an der Tür wechseln. Das Video ist jetzt nicht geplant gewesen, es ist jetzt auch nicht professionell aufgenommen, entschuldigt mich dafür nochmal. Ich hoffe, es konnte trotzdem den ein oder anderen helfen, so eine Reparatur selber durchzuführen, weil bei BMW direkt wird es sehr viel Geld kosten. Selbst der Stellmotor allein kostet, glaube ich, um die 40 Euro. Wenn ihr natürlich einen neuen verbaut, müsst ihr das in Kauf nehmen. Wenn ihr am Schrottplatz einen ausbaut, dann kostet der um die so 10 Euro, 5 Euro, sowas würde ich sagen. Ja, wie man einen Stellmotor oder ein Schloss an der Heckklappe wechselt, jetzt beim Kompakt Touring oder bei den anderen Modellen, kann ich ja im Laufe der Zeit auch mal zeigen. Zum Beispiel auch die Verriegelung, den Tankverriegelung für euren Tankstützen, ist ja auch ein Stellmotor drin. Die gehen auch gerne mal kaputt. Wie das geht, kann ich auch mal zeigen. Dazu kann ich eigentlich auch gleich was dazu erzählen, weil das habe ich schon mal das Problem gehabt. Da nehmt ihr die hintere rechte Türverkleidung ab oder die Seitenverkleidung vom Kompakt, dahinter dieses Blech abschrauben und dahinter sitzt der Stellmotor. Bei den anderen Modellen, wo er sitzt, denke ich mal Richtung Kofferraum. Aber wer darüber noch weitere Fragen wissen möchte, ja, schreibt es einfach unten rein. Und wie immer... Hier an der Seite die vorigen Projekte oder Videos natürlich. Und ich wünsche euch jetzt wieder was. Macht schön und ich gehe jetzt erstmal rein. Mir ist kalt. Servus.